Oh nein. Der hat mich eben voll erwischt, der Arsch. Sammel mal bitte meine Sachen mit auf da, ja? Ah, hier unten ist noch ein Nashorn, ey, am Arsch. Dein Geist. Ich kann die haben sich eben selbst gerammt, die beiden. What the fuck? Ah, ich kann deinen Rucksack nicht aufnehmen. Warum hast du so viele Rucksäcke? Ganz geil, wo ist jetzt meiner? Ich glaube, du hast deinen abgelegt eben. Warum? Meinen schmeißt du da hin und deinen nimmst du mit, oder wie? Nein, in beiden Sachen nix mehr drinne. Alter, kannst du mal bitte weggehen? Mein ganzes Essen ist weg. Okay. Bei mir war nur einmal Essen dabei. Vier Stück von einer Sorte. Bei mir ist das ganze Essen. Mein Rucksack ist weg. Kann aber nicht. Schau, geh erstmal weg. Das verschwindet ja nicht. Ich muss erstmal suchen gehen. Ich muss erstmal auf Suche gehen. Ich hab meinen gefunden. Meine Scheiße, ne? Lag da eben auch so einer noch rum, oder was? Ja, ja, hier sind zwei Rucksäcke noch. Okay. Deiner ist ganz oben. Lag denn deiner da oben? Ja, weil da oben auch noch einer lag. Ich tu mal meinen hier in droppen. Ich hol mal den deinen noch wieder. Behindert, warum bin ich jetzt tot? Ja, weil dich der Fettsack gerammt hat. Ja, ich kam noch nicht weg, weil das scheiß Nest im Weg war. Bienennest. Ich hab zweimal Speer. Oh, ja. Boah, Fetti verpisst sich doch ganz ernsthaft. Mann, jetzt heißt es wieder suchen gehen. Boy. Ich hab ganz schön lange überlebt. Oh, ich geh jetzt mal einen Kühlschrank bauen. Ja, mach das. Oh, da kommt der nächste Nashorn. Sagen wir mal so, das war's wert. Ja, nicht, dass es wert heißt und die uns jetzt alles wegrammen hier. Aber wo kam der mit einmal her, der zweite? Hier sind vier Nashörner auf einem Fleck. Okay. Warum von ganz oben auf Ecke. Warum haben wir so ein Pech? Weiß ich nicht, warum wir so ein Pech haben. Ja, genau, komm nach uns nach Hause. Jetzt sind sie bei uns zu Hause, alle beide. Die rammen uns gerade alles kaputt hier. Okay. Die rammen alles kaputt. Ja, entweder mache ich jetzt YOLO. YOLO heißt eher, dass du stirbst. Könnte passieren. Die haben uns zwei Kochtöpfe zerrissen. Okay. Ja, so schlimm ist das nun auch nicht. Na sicher. Das ist, weil die hinterhergekommen sind noch. Ich glaube, du musst erstmal so weit wegrennen, wie es nur geht, dass die dann wieder zurückgehen. Aber bei dem anderen ja auch. Den einen habe ich bis oben hingescheucht. Und der hat immer uns noch Akku gezogen. Hier sind Blumen, ne? Ist egal. Aber ganz schön viele. Da sind wir schon lang gelaufen. Ah, sie brennen. Ja, der eine hat den anderen gerammt. Der eine ist tot. Das ist so gut. Hauptsache einer ist das mit tot. Da der eine ist voll Akku, ey. Jetzt komm her. Okay. Ich glaube, das ist aber immer noch der andere, der ganz schön aggro ist, ne? Ne, der läuft die ganze Zeit rum. Bringt das nicht, wenn du. Du musst ja Feuer jetzt machen, ne? Oder hast du Fackel bei dir? Naja, ich hab Fackeln bei mir. Ich muss hier erstmal stehen bleiben, weil sonst sehe ich hier nichts.
Alter. Komm mal her, Fettsack. Ach ja. Wow! Was denn? Da hab ich einmal getroffen. Okay. Bin wieder voll mit allem. Das Problem ist, ich habe nicht mal so viel Leben gehabt, deswegen hat er geschafft, mich zu killen. Der hat schafft sowieso allgemein viel runterzukriegen. 20 oder 30 macht er sogar. Ja, hätte ich noch genug gehabt, wäre da nichts passiert. Ach komm, ey. Ganz ehrlich, weißt du was? Was denn? Mach ich überhaupt Schaden an dem? Ja, aber das siehst du nicht. Man macht Schaden an denen. Man hat das bei den Eseln ja auch nicht gesehen. Komm, geh einfach sterben, ganz ehrlich. Hau doch nicht ab, wenn ich dich attacke, ganz ehrlich, komm zurück. Du Pussy. Okay, einer. Nächster tot. Okay. Wow. Fackelst du die ganze Zeit an oder was? Nein, ich schlag die einfach mit dem Speer. Okay. Ich hab nur so viel Schaden bekommen, weil mein Suit kaputt war. Oh, Alter. Aber ich kann ja leider nicht als Geister durch. Was ist denn hier alles kaputt gegangen? Hm? Was stand denn noch? Ah, unsere beiden Dinger sind kaputt gegangen, unsere Werkbänke. Oh mein Gott. Okay. Egal, die sind schon mal tot, zwei Stück. Ich bin froh. Ich habe jetzt leider nur von deinem Essen zwei Stück noch gegessen. Ja, ist ja kein Problem. Sei froh, dass das vergammelte Fleisch da nicht mehr durchkommt, wenn das gekocht ist. Mhm. Weil ich das nämlich gekocht habe. Das ist nur, wenn man das bratet, dann bleibt das ja nicht normal. Aber du kannst es ganz normal kochen. Ja, froh auch, dass es jetzt geklappt hat. So. Jetzt brauche ich wieder zwei. Hier liegt eine Leiche mit. Und da liegen Sticks rum. Ich baue erstmal die Maschinen wieder auf. Die Suche wird wieder toll. Die definitiv. Also meiner war schon schwer. Besonders wenn das immer so leckt. Also wenn du jetzt hoch gehst von deiner Position auf dem Weg und nach links gehst, da war meiner. Ich bin schon ganz weit unten. Naja. Da gehen wir ruhig da weiter. Boah, jetzt muss ich. Ein Stormkeller, Alter. Alter. Was? Der Stormkeller, da wo wir richtig viel Lagerplatz haben. Ja. Hey, wo ist denn der Kühlschrank? Bist du bei. Ach, da ist er. Icebox. Also. Haben gefunden, ja. Die verstecke ich jetzt mal. Ja. Die tue ich mal hinten bei unseren. Oder? Ach komm, ich stelle ihn daneben hin, wo jetzt unsere Dinger waren. Ey. Geil, wenn das ein Geist mit Stroh wäre jetzt. Ja, dein Geist sieht auch ein bisschen komisch aus. Mhm. Was bräuchte ich denn jetzt? Drei Steine, ey. Eins, zwei, drei. La, 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 la.